No, I'm not joking. It's not red. I'm just figuring out. Cut. Are we cutting? Yeah, cutting. Okay. No problem. Heute ausnahmeweise, ich mach nur den Club und das Intro macht Mami Chula. Leute, Dennis hat vergessen, auf Rekord zu drücken. Jetzt mussten wir alles nochmal machen und wir waren schon echt weit und ich habe echt coole Sachen gesagt. Ich habe so coole Sachen gesagt, Mann. Ich habe so coole Sachen gesagt. Ich bin gefeuert. Sag mir. Ja. Ja, alles okay, klar, gut. Ja, halbe Intro ist schon fertig, aber könntest du mal vielleicht dich wirklich selber vorstellen? Weil ich schon wieder. Weil, ja, wie gesagt, ich habe viel nachgeguckt, aber ja, du hast vieles gemacht. My name is Mami Chula. Mein Name ist Mami Chula. Warum habe ich das gemacht? Mami Chula, ich bin Künstlerin, ich bin Rapperin, ich bin Sängerin, ich bin Schauspielerin, ich schreibe Drehbücher, ich habe in diversen Musikvideos getanzt, ich war 2 Jahre lang Gogo in Frankfurt, ich male, ich schreibe Bücher, habe ich das schon gesagt? Ja, so Sachen, so Sachen. Solche Sachen, alles klar. Künstlerin, wie ist das? Hattest du, wie ist das? Ja. Wie ist das, eine Künstlerin zu sein? Die ganz wichtige Frage ist, hast du die Unterstützung von deinen Eltern bekommen? Also, wie ist es, Künstlerin zu sein? Eben gerade habe ich schon gesagt, voll viele Leute denken immer, Künstlerinnen sind so sexy Frauen, die den ganzen Tag halbnackt malen oder bei Joints rauchen. Ist aber auch ziemlich schwierig, Leute. Es gibt so ein Schubladendenken. Andere Leute denken, Künstler sind faule Menschen, die einfach irgendeinen Schaden haben. Und dementsprechend ist Künstlerin zu sein echt schwer, würde ich sagen, teilweise, weil du sehr verurteilt wirst. Außerdem bist du viel in der Öffentlichkeit, musst dich auch darstellen, Reichweite gewinnen. Das heißt, du hast dauernd Judgment, so. Da musst du halt umgehen können. Oder du lässt es. Es gibt ja auch Künstler, die ihre Kunst im Geheimen und Stillen machen. Kennst du den Film Vicky Cristina Barcelona von Woody Allen? Nein. Da ist Alejandro Blablabla. Javier, ich weiß nicht, der Schauspieler, der hat auf jeden Fall einen Vater in dem Film und der lebt in Spanien in der Nähe von Sevilla und er nimmt sein Mädchen dorthin und will ihr Kunst zeigen, weil sein Papa ein Künstler ist und sie kommt mit und sie ist quasi, wie nennt man die Leute, die Kunst verkaufen? Kunsthändler. Genau, also sie ist Kunsthändlerin und kennt sich übelst damit aus, studiert es dies, das, Ananas, kommt dahin und sagt, ey, deine Kunst ist so krass. Krass, warum gibt es die nirgendwo zu kaufen? Was ist hier los? Und er lebt in so einem kleinen, süßen Bauernhof mäßig und er guckt sie an und lacht, trinkt seinen Wein, genießt alles und sagt, die Welt hat meine Kunst nicht verdient. Die Künstler gibt es auch. Also das bewundere ich richtig so, ne? Also das kann man ja auch machen. Ob meine Eltern mich unterstützt haben, es war ein langer Weg. Ich musste mir das wirklich erkämpfen. Es gab so einen Schicksalsschlag in meinem Leben und da habe ich dann irgendwann gesagt, so es reicht. Ich habe nämlich mal Archäologie studiert, was ich auch liebe, aber anderes Thema, ganz schwierig. Weiß nicht, ob ihr Graham Hancock kennt. Das ist so ein Typ, der gerade die Archäologie revolutioniert. Und guckt euch den auf jeden Fall mal an. Auf Joe Rogan, seinen Podcast, kann man den hören. Randall Carlson, auch super interessant. Naja, also unbezahlte Werbung. Ja, wie man sieht, ich bin ein Freak. Ich liebe sowas. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, so, es reicht. Ich habe zu meinem Dad gesagt, ey, entweder mit dir oder ohne dich. So, ich schaffe den Scheiß auch allein. Ich habe zur Zeit derzeit Coco getanzt. Ich wusste, finanziell bin ich abgesichert. Because the money was coming in. I was counting the racks, you know. On my bed. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, also ich weiß nicht, ich hatte so voll die krasse Energie. Das war voll krass. Ich hatte einfach voll die krasse Energie, konnte ihn überreden, war dann auf einer Schauspielschule 3 Jahre und 3 Monate und habe dann auch in der Zeit angefangen, Mucke zu machen und mich auch ein bisschen so von meinen konservativen Familienmitgliedern zu distanzieren, weil die haben mich echt runtergezogen. Es war voll schwer, ich bin voll der Familienmensch. Ich habe 13 Tanten und 13 Onkels und also meine Familie geht weit über die 100. Mit allen groß geworden, dies, das. Ja, und es war echt schwer, aber ich habe keinen Bock, dauernd verurteilt zu werden. Und ich musste irgendwann mich entscheiden, ob ich meinem Herz folge oder ob ich mich leben lasse. Und ich sage nicht, dass es einfacher ist, aber es fühlt sich besser an. Und auf der Schule warst du bei der Velvetstraße? Ja, auf der Velvetstraße. Danke, dass du mich erinnerst. Ja, Leute, das ist so crazy. Ich bin nach Wiesbaden auf die Schauspielschule gegangen, Velvetstraße. Das glaubt mir kein Mensch, aber es ist wirklich so. Die wollten damals quasi die Velvetstraße ein bisschen
die wollten da Kunst reinbringen, damit das nicht mehr so assi ist. Und dann haben die da so Vereine, so Kunstvereine reingesetzt und ganz oben über dem Jobcenter ist die Schauspielschule, Leute. Das ist so crazy, Mann. Das Ding ist so krass. Und ich habe quasi, ich bin so 3 Jahre immer auf der Weritzstraße gewesen, weil Schule war von morgens bis abends quasi so, ne? Natürlich hast du mal frei gehabt und so, aber ich war voll oft da, dies, das, war so mein Leben. Das war die krasseste Zeit. Und das Krasse ist halt, Enno und Mero haben halt die Weritzstraße in der Zeit berühmt gemacht, was Deutschrap angeht. Und ich habe in der Zeit angefangen, Deutschrap zu machen. Auch crazy, wie ich dahin gekommen bin, weil eigentlich habe ich mit Englisch angefangen. Und das war voll krass, weil quasi dadurch hatte ich so Berührungspunkte. Dadurch das Gogo war ich immer in Frankfurt aktuell so. Habe da irgendwann auch, ey Leute, ich habe in 2 Jahren so das übernommen. So, das war so crazy, Mann. In 2 Jahren habe ich einfach mit so viel Energie, bin ich so von so einem grauen Mäuschen zu so der Königin der Stadt geworden. Das war crazy einfach. Und dasselbe halt auch auf der Schule, weil ich halt so nah am Geschehen war, was Deutschrap anging. Und das heißt gar nicht, dass ich dann dadurch cool geworden bin, sondern du hast einfach so Vibes mitbekommen. Und wenn du anfällig für Vibes bist, dann spürst du die und das pusht auch. Und ja, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so voll die krasse Zeit einfach. Und dann kam Mami Chula. Und dann kam Mami Chula. Und wie kamst du zu Mami Chula? That's the question everybody wants to know. Also, meine Kette, Papi Chulo, die trage ich ja seit Jahren. Und ich habe mir einen Hund geholt 2013. Abu habe ich ihn genannt. Eigentlich hieß er Gitano. Das passt auch, weil ich bin auch eine kleine Gitana. Ich weiß, man soll den Namen so nicht nennen oder aussprechen. Das heißt Zigeuner oder Zigeunerin. Aber ich bin eine und deswegen darf ich das. Wir sind familiär, also, ne, also hier. Nein, also man sollte es auf jeden Fall eigentlich nicht sagen, aber ich fand Gitano hat irgendwie so gut gepasst für ihn. Es war so süß. Naja, auf jeden Fall habe ich ihn irgendwann Papi Chulo genannt, weil in der Zeit war ich übelst auf diesem Ami-Film so. Da hat es hier in Deutschland noch niemand so gefeiert. Auch nicht Shindy, der kam noch nicht raus mit seinem Baby-Daddy-Ding. Irgendwann kam ja auch Bad Moms Jay mit Monet raus, mit Papi und so. Und ich habe das alles schon davor so voll praktiziert auf Instagram. So meine alten Hasen wissen Bescheid. Und es war halt crazy, weil in der Zeit war ich halt übelst viel feiern mit den Amis und so. Und dann manchmal 6 Bitches in meinem Bett geschlafen, Papi Chulo in der Mitte. Und irgendwann kam das so, du bist der Papi Chulo. Und dann haben wir ihn alle mal Papi genannt. Und dann irgendwann dachte ich mir so, Digga, ich bin eine Mami Chula, was ist los? So, und dann war das so Papi Chulo, Mami Chula. Und so ist der Name entstanden. Und ey, viele Leute wollten mir diesen Namen absprechen. Alex Hesch wollte, dass ich ihn umändere in Sestra. Habe ich nicht gemacht. So, ich bin diesem Namen wirklich treu geblieben. Und die ersten, die den wirklich appreciated haben, waren Octagon. Also ich habe ja für Octagon moderiert. Das ist diese MMA-Organisation, wer es nicht weiß, wer es noch nicht weiß. Und die fanden den geil, den Namen. Und dann hieß es ja auch Mami Chulas POV. POV, sorry. Sorry. Die waren die ersten, die das so appreciated haben. Und natürlich meine Homegirls, Homeboys. Mami Chula. Mami, ja. Chula. Und dann kam Mami Katja Chula und im Studio. Ja, Mami Chula im Studio. Und dann kam Katja und Shirin mit Mami an und so. Und ich kam mir oft so dumm vor, weil die so viel Reichweite hatten. Ich dachte mir so, ey, ändere deinen Namen um, weil die Leute werden sagen, du hast es denen nachgemacht, dies, das. Und ich habe mir dann irgendwann so gedacht, nein, Mann, ich bleib bei dem Namen so, der hat seine Geschichte. Ich weiß, dass ich das schon vor denen gemacht habe und für mich und meine alten Fans ist es einfach Mami Chula. Und du bist das Original. I'm the original. The original, ja. Yeah. Ja, yeah, Labels und Producers und bla bla bla. Wie stehst du dazu? Mm-hmm. I hate them. Nein, ich liebe sie, natürlich so, ne? Ich brauche sie, bitte, ich brauche euch. Producer braucht man. Das Gute bei Producern ist, du kannst ja auf YouTube oder bei BeatStars ein Beat kaufen, die Lizenz kaufen, das heißt, du hast keinen Stress. Labels, that's a different question. Ich habe einige Angebote schon bekommen. Die Prozente sind sehr gering oder das Risiko ist sehr hoch. Deswegen ist das immer so, ich war noch nie unter Vertrag. Ich habe mich da noch nie knebeln lassen. das ist meist 3 Jahre und dann ja, gibt es diverse Sachen, die einfach stressen, die aufregen. Aber du bist frei, oder? Ich bin frei, ja. Wenn du nicht im Vertrag bist. Ach so, bist. Ja, genau. Ja, du bist frei. Aha. Ja, also ich bin jetzt wirklich frei, aber wenn du halt in einem Vertrag bist, bist du es einfach nicht. Du bist halt keine freie Künstlerin und du kannst auch... Ein Produkt, oder? Ja, du bist halt ein Produkt und viele Leute können zwar mitbestimmen und sowas, aber ich bin ganz ehrlich zu dir, gell, im Deutschrap, ich finde, die Leute, die bei großen Labels unter Vertrag sind, die sind vereint, sind sehr gut,
Aber ich finde, es gibt so viele Künstler, mein Gott, die schreiben ihre Texte selber, ich auch, ich schreibe alles selber, die einfach gar nicht so gepusht werden oder wo man sagt, nee, die wollen wir nicht. Und ich frage mich halt, woran das liegt. Vielleicht, weil die zu viel mitbestimmen wollen. Who knows? Ich will nicht unhöflich sein, ich will nur mal schnell gucken auf meine weitere Fragen. Ist dir Monalina Burghausen ein Begriff? Ja, erzähl mal. Das, was ich jetzt mitbekommen habe und dass ich was im Internet nachgeguckt habe, das ist eine Produzentin, Journalistin, die sich in 2018 auseinandergesetzt hat mit diesem Klischee, mit dem Labels und Magazine, die sagen, ja, wir hätten gerne eine weibliche Rapperin unter Vertrag zu haben, aber es gibt's nicht genügend. Und sie wollte mal auf den Punkt bringen, dass sie jeden Tag, 365 Tage, eine Künstlerin vorstellen kann. Und sie hat sich wirklich durchgesetzt und geprüft, dass in Deutschland auch diese Klischee, es gibt Rap und es gibt Frauenrap. Mhm. Das ist Klischee. Ja, übelst. Ist, glaube ich, wie in allem, dass quasi Frauen komplett unterbezahlt sind, dass die Frauen in den Positionen fehlen, dadurch kommt es öfter zu sexuellem Missbrauch, Übergriffen und sowas und es nervt. Es nervt einfach. Ich bin auch leid, darüber zu reden. Am liebsten, ganz ehrlich, soll ich ganz ehrlich sein, am liebsten würde ich so einen Söldnertrupp irgendwo in Sibirien erstellen und dann einfach auf die Menschheit los, Alter, und da ein bisschen aufräumen da oben, weil, Alter, wann fängt da endlich mal jemand an aufzuräumen? Also wirklich, es nervt einfach nur. Es ist nervig, es ist so... Ich finde es auch eigentlich, Verzeihung, dass ich dich unterbrochen habe, ich finde es einfach peinlich, wie diese Kategorie dazugekommen ist, wie beim Fußball, ja. Frauenfußball, ja. Tour de France. Hashtag Female Rap. Ja. The fuck? Ich weiß nicht, gibt auch zum Beispiel bei der Krone-Verleihung, gibt es auch so Abteilung nur Frauenrap? Ja, also... Ist lächerlich, oder? Oder ja. Ein Produzent hat ja gesagt, ich will nicht Frauen einstellen, weil ich will nicht, dass die im Konkurrent mit dem männlichen Rapper sind. Ist lächerlich. Das ist auch so, vor allem, weißt du was, am allerlächel, das ist das Krasse, das müssen Menschen mal verstehen, was daran lächerlich ist. Daran ist lächerlich, dass das seit Jahren so praktiziert wird und die Mehrheit der Menschheit es einfach so akzeptiert. Das checke ich manchmal nicht. Das ist für mich, auch für mich, das ist auch für mich eine Anregung. Ich gehe ja auch nicht dagegen an. Ich bin ja nicht Aktivistin in dem Sinne, dass ich sage, ich bemühe mich jetzt, dass die Männer da oben mal ein bisschen aufgeweckt werden oder ich gehe auf Proteste oder whatever, wie das auch immer aussehen mag, dieser Aktivismus. Ich mache es ja auch nicht. Wir sind alle so gemütlich geworden und es ist so nervig, ne? Es gibt so eine Frau, die heißt Vera Birkenzelt, Birkholz, keine Ahnung, aus den 70ern, Dozentin, richtig interessant. Und die sagt auch, Menschen schnattern ganz viel. Und wenn Menschen jemanden finden, der auch dasselbe Problem hat, dann schnattern alle zusammen. Und dann schnattern alle und alle schnattern. Und dann reicht denen das schon, weil die einfach nur schnattern. Aber dadurch ändert sich halt nichts. Und das ist für mich immer so, deswegen diskutiere ich auch gar nicht mehr so viel. Habe ich eben ja auch gesagt, wenn du mir sagst, 2 plus 2 ist 4, dann sage ich, echt cool, nice. Und wenn du mir sagst, 3 plus 3 ist 9, dann sage ich, echt? Cool. Und wenn du mir sagst, 1 minus, oder wenn du mir sagst, 10 plus 10 ist 50, sage ich, echt? Cool. So, dann, ich habe einfach keinen Bock mehr. So. Das ist so, eigentlich auch keine gute Eigenschaft, aber ich bin echt so diskussionsarm geworden. Ne? So, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mein Bruder sagt immer, wenn du nicht bereit bist, deine Meinung zu ändern, musst du auch nicht diskutieren. Ich finde, das ist so ein interessanter Satz auf jeden Fall. Weil jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Aber ja, es ist einfach nervig, oder? Es ist doch so nervig, oder? Es ist so nervig. Und das Krasse ist, Leute, ich sag euch das, ne? Das ist das Krasse daran. Die Männer, die in Positionen sitzen, wo sie viel Macht haben, ne? So, die meisten davon, ich weiß nicht, warum es so ist, aber die werden irgendwann so größenwahnsinnig. Mit Frauen passiert das bestimmt auch, ja? Wenn du irgendwann alles bekommst, was du möchtest. Aber besonders bei Männern merkt man einfach, dass die dann, ich weiß nicht, ob das der Druck der Gesellschaft ist, dass sie irgendwie so männlich sein müssen, dass die dann irgendwann so richtig ekelhafte Machtspielchen so betreiben. Das Alpha-Tier kommt raus. Ja, so. Und ich sag nicht, also ich will gar nicht sagen, dass das klingt gerade so, als ob Männer sind böse, du bist ja auch ein Mann, so, ja. Und also das soll das gar nicht heißen, sondern
ich finde einfach dadurch, dass die Welt eh schon so maskulin geprägt ist, setzt das auch irgendwie Männer irgendwie manchmal, glaube ich, einfach unter Druck. Ich glaube, viele Leute, viele Männer glauben, wollen das, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, viele Männer, die in so Positionen sind und ekelhafte Dinge machen, ich glaube, die haben sich irgendwann dafür einfach nur entschlossen, weil sie Erfolg wollten. Und weil das halt immer schon da so funktioniert, haben die sich dem angepasst. Aber ich glaube, viele gehen auch daran kaputt. Deswegen saufen die auch und koksen, ficken Nutten, zerstören ihre eigene Familie damit. So, weißt du, so diese, und sind gar nicht glücklich so. Ich habe ja auch so Leute kennengelernt, auch durchs Gogo und sowas. Ich habe echt mächtige Männer kennengelernt. Nicht im Sinne von irgendein berühmter Rapper nur, sondern auch krasse Leute aus Frankfurt, so, ich rede von so Rothschild-Niveau einfach, ja, und das Ding ist, irgendwie, wenn du wirklich so mal die anguckst, merkst du, dass die eigentlich wie so besessen sind von etwas, was sie gar nicht wollen. Wie kleinen Jungs, die ein Spielzeug haben wollen. Ja, das ist so ganz komisch. Ich schwöre dir, gell, Gogo, also ich war keine Stripperin, aber ich war Gogo, das hat so wirklich mein Blick auf die Welt verändert. Das ist voll krass, weil irgendwann lernst du, Menschen zu lesen, weil du dich auch schützt, wenn du im Club bist, ne? Also du lernst, also ich bin da eh vorbelastet. Ich musste immer mein Umfeld abscannen, um zu gucken, dass ich in Sicherheit bleibe, durch meine familiären Verhältnisse einfach. Ich kann das gut. Aber wenn du dann in so eine Situation gehst, wo du Gogo bist, wo du ja quasi dann durch den Club aufs Podest gehst, da sprechen dich Kunden des Clubs auch an, ne? Du bist auf dem Podest, dann sind Leute mal besoffen und sowas, dann scannst du deine Umgebung immer. Und seitdem, ich schwöre, seitdem habe ich den Blick auf die Menschheit und auch auf Männer. Das hat sich so verändert, das ist auch voll schlimm manchmal, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Freunden bin, gell, und wir lernen eine neue Gruppe kennen und ich sehe anhand, wie ein Mann mich anguckt, wer er ist, ich schwöre. Und in dem Sinne, dass zum Beispiel, ich sag dann, ja, der betrügt seine Frau, der wird mich safe ficken, weiß ich ganz genau, der wird mich ficken, obwohl deine Freundin meine Freundin ist. Oder ich sehe, okay, der hat Daddy-Issues, der hat, das ist voll weird, ich kann es nicht beschreiben, das hat bestimmt auch mit meinem Trauma als Kind zu tun, Walla, 100%, weil ich immer scannen musste. Aber das durchs Gogo hat das nochmal echt krass, krass, krass verändert und ist auch negativ, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen können Frauen, die in diesem Business arbeiten, über eine längere Zeit mir auch nicht erzählen, dass sie glücklich sind. Du kannst glücklich wegen dem Geld sein, aber es belastet dich, so viele Blicke immer auf dir zu haben und die deuten zu können, weil irgendwann kannst du die deuten. So, selbst eine Frau, die kein Trauma hat, kann irgendwann verstehen, weil, ist es verständlich, laber ich scheiße, müssen wir das rauskappen? Nee, überhaupt nicht. Ich war gerade so ehrlich, oh mein Gott. Ja. Ja. Krass. Okay, darf ich Thema wechseln? Ja, bitte. bitte. Inhalt deiner Texte, wo kommt die Inspiration? Erst die Musik, erst den Text? Mhm. Ah, das ist auch eine gute Frage. Was kommt zuerst? Ist unterschiedlich, aber ich würde sagen, hauptsächlich suche ich erstmal einen Beat. Und das ist bei mir so, wenn ich den Beat so fühle und mir so denke, uff, ne, wenn ich so, ich bekomme dann so Visuals, ich stelle mir dann, da kommen dann Bilder einfach so und dann kommt der Text. Aber es gibt auch Momente, wo ich einfach so auf einmal so eine krasse Line im Kopf habe, dann schreibe ich das immer auf und dann, wenn ich dann einen Beat habe, gucke ich oft nach Lines, die ich mal irgendwie aufgeschrieben habe und ändere die um, dass sie auf den Beat passen oder sowas. Und meine Texte kommen durch mein Leben, glaube ich. Ich habe echt viel erlebt, muss ich sagen. Ich verarbeite, glaube ich, so viel in meinen Texten. Es geht um viel Liebe, es geht aber auch um Familie. So Therapie ist Musik für mich irgendwie so, wie für so viele Künstler einfach. Ich schreibe alles selber, das ist mir auch wichtig. Ich bin oft bei der Production auch dabei. Und am liebsten mache ich es allein zu Hause. Das ist voll krass. Ich bin so voll der Lonesome Rider. Ja, das war auch ein interessantes Thema. Wir haben auch mit Zachary letztens gesprochen. Ich habe ihm gesagt, ja, viele Leute denken auch, wir als Production, wir sind ständig irgendwo was filmen oder so. Mhm. Aber es ist so eine einsame Arbeit. Krass. Weil wir am Ende du bleiben sitzt nur vor dem Dings. Von dem ganzen Zeit vor dem Laptop. Du bist dabei beim Schneiden. Und irgendwann schickst du es und du erwartest Rückmeldung und du weißt nichts. Mhm. Also das Prozess an sich ist sehr, sehr einsam.
Ist so. Und vor allem, ich habe ja jetzt diesen neuen Song Ehrensache zu Ehren meines Hundes rausgebracht, Papi Chulo. Da sage ich auch, keine neuen Likes, aber scheiß drauf. Noch kein Insta-Hype, aber scheiß drauf. Keine neuen Pics, aber scheiß drauf. Ihr spart mit den Klicks, aber scheiß drauf. Weil es kein Mainstream ist. Ja, und das Ding ist, was du auch gerade gesagt hast, Digga, du sitzt vor deinem Laptop, du arbeitest an der Scheiße stundenlang. Du Blut, Schweiß, Tränen, alles. Und dann hast du 3 Klicks. Und ein Kommentar von so einem indischen Bot. Kennst du die, diese Kommentare? Yeah. Junge, und ich denke mir so, mein Eiskaffee auf TikTok hat 108.000 Klicks. Ja, ist überragend. Ich weiß, ich bin die Königin der Eiskaffees, so, ja. Aber trotzdem, ich denke mir so, Junge, das war eine Sache von 5 Minuten. Und meine Mucke, ja, wo ich erstens Geld reinstecke ohne Ende, ne? Wo ich wirklich alles so reinstecke, was mir lieb ist, hat so ein paar Klicks. Ey, und deswegen, ich hasse das zu sagen, aber es ist so, du musst als Künstler das lieben, was du machst, weil sonst wird es irgendwann hart frustrierend. Ja. Das glaube ich. Ja. Auch zum Beispiel letztens, wir posten auch viel auf Instagram etc., aber der ganze Aufmerksamkeit ist dort geblieben, als Zachary gepostet hat, dass er die Kamera kaputt gemacht hat. Er hat ein Reel und jeder, wir gehen irgendwo ins Theater und jeder fragt so, Zachary, wir haben gesehen, du hast die Kamera kaputt gemacht. Aber alle anderen wird nicht kommentiert. Da werde ich so sauer, ne? Dort ist da werde ich so sauer. Komm, Zachary, zeig dich mal vor der Kamera. Er hat eine neue Frisur. Ja, komm, Zachary, komm. Zeig die wirklich mal. Zeig mal, you have to show it, like it's amazing. Sag mal da, hallo. Look at this handsome boy. Yeah, it's crazy. Like, people always, like, the dumbest shit goes viral. What the fuck? I don't get it. I get it kind of, because, like, I'm in the rabbit hole when it comes to TikTok. Like, TikTok? Mhm. Was ist das? Leute, ich schwöre euch, TikTok, ne, hat mich ein bisschen im Rabbit Hole, weil ich bin auch auf diesem dummest Shit hängen geblieben. Zum Beispiel so Sachen wie, kennt ihr diese Organizing-Stuff? Dann zeigt so eine Frau, wie sie ihre Eiswürfel auffüllt. Mhm. Bruder, das gucke ich mir an. Warum? Das hat Millionen Klicks. Und vielleicht das beruhigt, machst du so einen Videoclip. Das beruhigt die Leute anscheinend, so wie ASMR und so. Und das zeigt einfach, wie gestört unsere Welt ist. Das zeigt, wie abhängig wir... Das zeigt einfach, wie krass wir alle gleich gemacht werden. Wir werden alle gleich gemacht. Und man muss irgendwann echt checken, da auszusteigen, glaube ich. Weil sonst verbringt man wirklich sein Leben vorm Bildschirm. Wie hier jetzt gerade, ne? Nee, ich suche nur das nächste. Ja, ich suche nur das. So, erzähl mal, bevor unsere last 5 minutes kommen. Mhm. Ich habe meinen Joint verloren, sonst würde ich denken, ja, ich rauche, Leute. Ja, ich würde ihn rauchen. Ich ist einfach mein Joint verloren gegangen. Okay, du hast 5 Minuten Challenge. Okay. Du hast 5 Minuten, um zu sagen, wie ist das Leben als Mami Chula? Oh, okay, gut. Wir gehen von den guten Zeiten aus, okay? Weil right now I'm in my sad girl era. Mein Hund ist gestorben, mein Papi Chulo ist gestorben. Leute, ich komme gar nicht klar. Aber in meiner guten Zeit, Mami Chula. Herzliche Beileid. Dankeschön. Okay, zu meiner guten Zeit, Mami Chula. Alter, welcher Tag? Unter der Woche? Ganz normal, ja. Ich weiß nicht, wann bist du... Ja. Okay, also meine Hochzeit sah so aus. Ich bin morgens aufgestanden, ich bin mit meinem Baby Gassi gegangen, ich habe mich schick gemacht, ich bin in die Schule gegangen, ich hatte Schule oder whatever. Heutzutage ist es dann einfach, dass ich quasi Mucke mache, ich fahre ins Studio, obwohl, ich kann ja nicht von meiner Schulzeit reden. Okay, also, nach meiner Schulzeit sah mein Alltag so aus. ich bin aufgestanden, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe mir einen Joint gerollt. Jetzt hier, du machst eine Bewegung, ne? Dass das legalisiert wird. Kurze Werbung. Oh, scheiße. Mein Bett, mein Zuhause, mein Joint, mein... Block. Ja. Dann habe ich mir meistens einen Smoothie gemacht, because I'm healthy too. Dann habe ich mir meinen Eiskaffee gemacht, dann habe ich alles eingepackt, dann fahre ich ins Studio. Mittlerweile, muss ich sagen, mache ich alles zu Hause auch ab und zu, ne? Dass ich dann zu Hause einfach quasi meine Mucke mache, fühle den Scheiß. Ab und zu drehe ich Filme. Da muss ich halt auf den Film drehen. Ab und zu drehe ich Serien, dann muss ich auf den Serien drehen. Und das ist halt so voll weird, weil als Schauspielerin oder als Künstlerin hast du halt keine Routine. Du musst dir die selber schaffen. Und wenn du sie hast, sieht sie halt so aus, wie ich sie gerade gesagt habe. Du guckst, Digga, ich schwöre, so mein Tag sieht, der eine Tag sieht nicht aus wie der andere. Das ist ultra geil, das ist spannend, aber du hast halt auch diese Sicherheit nicht so, ne? Deswegen
manchmal fühlt es sich auch komisch an. Ich schaffe mir halt manchmal so dann meine Routine, dass ich mir so sage, okay, jeden Morgen mache ich meinen Smoothie, meinen Kaffee oder ich fahre jeden Mittwoch ins Studio, fahre jeden Donnerstag ins Studio oder so Sachen halt. Das ist halt so voll all over the place, like I am. Okay, ich glaube, an dem Punkt machen wir einen Cut und dann fangen wir die letzten Fragen. Hi, wa Cousine und Cousins! Okay, Mr. Chant, we're ready? Okay, rolling with Dieter. Rolling, Allah. Okay, sag mal dein Highlight in deiner Hip-Hop-Karriere. Back on the track, motherfucker. Hip-Hop, Pop, R&B? Ich würde sagen, Highlights Hip-Hop. Okay. Okay, absolutes Highlight für mich selber. Ja. Obwohl, erstmal muss ich die Leute bedienen. Big FM. Big FM lief ich schon tausendmal mit Big Fat Ass, Suaheli, gönnt euch BFA, Big Fat Ass in Klammern. Big Fair, ja, das sind Daddy Duties. Ja, er kommt mit XXL, das sind Daddy Duties. Suaheli, auch ultra geil, der Song. Leute, streamt mal bitte mein Shit, Mami Chula, auf Spotify. Dieser überall streambar. Das hat sich gereimt. Genau, und das war auf jeden Fall ein krasses Highlight. Dann, was war noch ein krasses Highlight? Das Olex Hash bei alle meine Jungs im Musikvideo drin war. War auch ein krasses Highlight. Der pusht mich auch bis heute. Und, oh mein Gott, ich darf sagen, das absolute Highlight für mich sind zwei Sachen. Einmal der beste Freund von Rata, Sammy, hat alle meine Jungs gehört von mir. Ich habe ihn verlinkt, weil ich zitiere ihn da. Und seitdem schreibt er mir und er schreibt mir nicht, sondern ich schicke ihm meine Songs und er bewertet die und sagt mir auch, dass die gut sind und so und sagt mir auch, mach weiter so. Inspiriert mich übelst, hat mir auch ungefähr die Richtung gesagt, in die ich passen würde. Ich war erst so voll, oh nee, gar keinen Bock da drauf. Und jetzt hat es sich aber so entwickelt, dass ich tatsächlich zu so classy shit werde. So, weißt du, wie ich meine? So, ich vermarkte das so classy. Wir haben ja auch geshootet für meine EP, so dieses nostalgische 20er Jahre und so. Das war mein absolutes Highlight, dass der wirklich auch ein Herz für mich hat so. Und, Digga, in meiner gesamten Laufbahn in meiner Schauspielschule habe ich so Stress gehabt. Ich musste so viel verstecken, konnte deswegen meine Reichweite nicht richtig auskosten, weil die Direktoren der Schauspielschule gewisse Dinge nicht wollten. Und die haben immer gesagt oder wollten nie so wirklich, dass ich rappe und haben so gemeint, das ist asozial, wie die halt so sind in Schauspielschulen. Ja, du musst am Theater, du musst ZDF, ARD, Arte, das ist alles glamourös und das hat... Quadratisch praktisch gut. Genau, aber Rap, what the fuck, like... So, ne? Passte denn irgendwie nicht. Als Hobby ja, aber ja, was? Ja, ja. Und ich musste so viel verstecken und so. Die haben mich fast von der Schule geschmissen. Und jetzt kommt's. Zicka. Ich bin einfach als Rapperin mit Gangstershit, der übelste Gangstershit, am Wiesbadener Staatstheater aufgetreten. Weil mich einfach der Intendant gefragt hat, ob ich das machen will. So eine Appreciation zu bekommen, sowas Revolutionäres als Female Rapperin in einem Wiesbaden, in einem Staatstheater, wo nur alte Omas und Opas hingehen, wo einfach alles in Schubladen ist, da zu rappen. Und das war in der Zeitung, das hat meine Direktorin von der Schule gesehen. Das war krass. Das war das krasseste ever. Das war für mich die größte Bestätigung, dass ich alles richtig gemacht habe. Weil die haben mir immer gesagt, dass mich im Theater keiner ernst nehmen wird, wenn ich Rapperin bin. Das ist denen zu asozial. Okay, no comments. wir haben eine Frage auf Instagram bekommen. Was ist jetzt mit unserer Videodreh? Oder muss ich jetzt dafür Österreicher sein? Ist nur Zitat. Ich lese nur vor. Ich verrate nicht von wem, aber du kannst ja mal schon mal denken. Paul! Ey, Leute, ich schwöre, ne? Also, okay, jetzt muss ich noch was erzählen. Das Krasseste daran ist ja, ich bin über dieses Rappen, ne? Im Staatstheater, das habe ich ja durch dich bekommen, weil du mich gezeigt hast, beim Christoph Kohlbacher. Und durch dieses, dass ich da gerappt habe, habe ich einfach ein Engagement bekommen am Wiesbadener Staatstheater und habe mit dem Hauptintendant Uwe in seinem letzten Stück gespielt. Und da habe ich dann auch noch bewiesen, wie klassisch ich sein kann. Ich war Alwine Lachmann, ja, ich konnte meine Stimme komplett verändern. Einen schönen guten Tag. Ich bin vielfältig. Ich bin nicht nur eine asoziale Rapperin der Wellrittstraße. Ich kann auch anders. Ich bin auch gebildet. Geht das in euren Kopf nicht rein? Auf jeden Fall habe ich dann über ein halbes Jahr da auch noch quasi, war ich da engagiert.
und habe auch mit Paul zusammen und Christoph und Noah zusammen in diesem Stück gespielt, was ultra viel Spaß gemacht hat. Und vielen Dank, Uwe, dass ich das machen durfte. Und wirklich, es war toll. Es war so eine schöne Erfahrung. Auch der Ingo, toller Regisseur, Intendant, der das dann mit uns erarbeitet hat. Wirklich toll. Wirklich, war überragend. Und dort habe ich dann quasi zwei Österreicher kennengelernt. Einmal den Christoph Kohlbacher und den Noah. Und mit denen habe ich meine EP abgeshootet. Und ich schreibe gerade ein Drehbuch. Und die Leute, also Leute, es kommt so viel auf euch zu, es wird Wahnsinn. Und da war auch der Paul, ne? Und da habe ich denen gesagt, ihr kommt in mein Drehbuch, ihr kommt in mein Musikvideo, ne? Und jetzt habe ich das Musikvideo mit dem Christoph und mit dem Noah, die beide aus Tirol, Österreich sind, schon abgedreht. Und der Paul ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig, würde ich mal gerade sagen. Paul, nee, ich habe an dich, ich denke an dich, Paul. Wirklich, ich denke an dich. Auch nachts, Spaß. Nein, ich denke an dich, aber ich muss sagen, es war so anstrengend einfach alles. Vor allem, ich habe da auch echt nochmal Beef mit einer großen Organisation gehabt, Octagon. Und das hat mir so viel Nerven geraubt, irgendwie mental. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf nichts. Und dann ist alles so ein bisschen stagniert, was das andere anging, weil ich mich auch wirklich engagiert habe für Octagon. Und habe dann vieles auch quasi dann abgesagt, ne, weil ich ja auf diversen Events dann auch anwesend war und zufällig sind gewisse Dinge auf ein Datum gefallen dann leider und ich musste da absagen. Naja, aber auf jeden Fall... Paul, sie meldet sich. Ich melde mich. Paul, ich melde mich. Schick mir deine Nummer, Baby. Kommentier mit deiner Nummer. Spaß. Nächste Frage wäre, kann man davon leben? Weiter. Alles klar. Gut, ich glaube, jetzt kommt so eine Runde, so diese klassische... Okay, stopp, nein, okay, Leute, denken, ich bin arm, hallo? Nein, also, pass auf, ja. Man kann davon leben. Man kann wirklich davon leben, wenn man sich den Arsch aufreißt. Also, das heißt quasi, man muss selber... Also, kein Job wird für dich gemacht, du musst deinen Job selber holen. Und an alle neuen Künstler, verkauft euch nicht unter Wert. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn du damit anfängst, werden Leute dauerhaft bei dem Preis bleiben. Ist so. Digga, I'm expensive. Hi. So, jetzt kommen die klassischen Fragen von Zachary. Okay, I'm excited. I'm so. Bist du bereit? He said that with an attitude. Okay. Gerade, du hörst... ... Ah, okay. Mhm. Oh, ja. Yeah. Yeah. Okay. For all the dogs von Drake. All the dogs von Drake. Sorry, kann ich nochmal? All the dogs von Drake. Drizzy, Drizzy, Drake, baby. Zeit. I don't know, you said I could treat you, but that's crazy. Sorry, das muss ich einmal droppen. Ja, ist okay, ist okay. Das werden wir cutten, ja, cutten. Okay. Du guckst zur Zeit? Ferry! Leute, wer Undercover oder Ferry noch nicht kennt, guckt das. Ihr hast schon geguckt? Nee. Ups. Ich glaube, da läuft nicht. Zachary, echt? Da machst du was falsch. Da nein! Läuft nicht. Oder ist es einfach so? Fucked it up again. Yeah. They fucked it up good. Again. Alles klar. Good. Und zur Zeit, was liest du? A little gay history. Alles klar. Ja, nee, Leute, stopp, warte, Leute denken, ich bin dumm. Wirklich, Leute, warte, hier ist der Beweis. Okay. Also, passt auf, ne? Als Kind hatten wir keinen Fernseher. Hm. Ich habe so viel gelesen, daher kommt auch meine kranke Fantasie. Ist auch manchmal zu viel für mich. Aber Achtung, ich bin hörbuchsüchtig. Süchtig. Mhm. Ich höre im Monat über 30 Stunden Hörbücher. Ja, hier ist es Audible. Hier siehst du meine Bibliothek. Guck mal. Das letzte ist jetzt das Haus der Schwestern. Ich glaube, ich kenne das schon. Mhm. Aber egal, 23 Stunden. Digga, das dauert nicht lang bei mir. Das ist ein paar Tage. Nordlicht, Tod in den Fluten, das Licht im Rücken, Ende Andersen und die verlorene Zeit, kalt und still, das Unrecht, der Tote im Strandkorb. Werde übernatürlich. Also geht hier, ne? Mhm. Alles klar, der Beweis ist groß. Ja. Leute, ich schwör's euch, ne? Die war da die Nummer von Paul? Ja. Ah, nee. Ey, pass auf, der hat eine Freundin. Nee, ja. Paul, das war nur Spaß! War nur Spaß, Paul. So, jetzt wäre andersrum. Hättest du drei Fragen an uns? An mich und Zachary. Bye. Zachary, Unterstützung. Wer war bis jetzt euer Favorite Podcast hier? Oh. The Economist Intelligence. Mami Chula. Applaus, Leute, fetten Applaus. Mhm. Nee, wirklich, jetzt hau raus, komm. Nee, es ist sehr individuell. Also wir können das nicht vergleichen. Mhm. Es ist verschiedene Geschichten einfach. Ja, mhm. Und jeder an sich ist wirklich berührend. Sorry.
Oh, geil. Was war der krasseste Diva-Moment, außer meiner eben, den ihr hattet? Den ihr hattet mit jemand richtig Berühmten, weil man muss wissen, Dida Production, oh, guck mal, Zack macht schon so, weil Dida Production, also ihr macht ja, das muss, ich muss ja mal Werbung machen, also ja. Ihr macht ja krasse Sachen, also ihr seid ja, also ist ja, ihr arbeitet mit Leuten zusammen, wo die Kiddies einfach, die mir zuhören, keine Ahnung haben, dass die überhaupt gibt, und das ist traurig so, deswegen, was war der krasseste Diva-Moment, dürft ihr das sagen, gibt's hier NDAs? Sag, holst du mal die ganze große Buch mit? Nein, Quatsch. Oder gibt's so eine Story? Gibt's so eine kranke Story? So eine richtige juicy Story? Mm. Ich pack auch eine aus, wenn ihr wollt. Die Leute wollen's wissen. Die Rapper und so. Hm? Negative Erfahrung? Schwierig. Jetzt sofort, aber sag, take the mic! Take the mic! No, the mic. Just things like this, I think. Looking over the shoulder and wenn die Leute, okay. Wenn die Leute alles klar, gut, dann muss man was gucken, was da los ist. Oh. Pause. Ja, aber die anderen zwei rollen, dann ist es okay. Nee, ist ja gar kein Problem. Hey, krass, habt ihr nicht so einen Diva-Moment mit jemandem, wo ihr so gedacht habt, what the actual fuck are you doing? Control-Freaks, Leute, die einfach mal, ja, die zwei andere laufen, ne? Ja. Können wir weiterreden, alles klar. Einfach diesem Control-Freak und nicht zu vertrauen, oder es gab es über Corona-Zeit, kann mich erinnern, ein Choreograf hat angerufen und sagte, ja, am Ende will ich noch 4 Sekunden, bevor es dunkel wird. Mhm. Dann, das war sehr unprofessionell von mir, ich habe ihm einfach den alten Link geschickt, wo das ich nicht umgesetzt habe. Mhm. Er ruft mich an, ich war bereit und wollte ihm sagen, ja, ich habe es vergessen. Und dann kam von ihm, viel besser, oder? Er hat nicht mal gecheckt, dass ich den alten Link geschickt habe. Boah, das tut weh. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, das tut so weh. Einfach nur dieser Placebo-Effekt. Ey, aber sowas habe ich mit Musikvideos oder wenn mich Producer verarschen wollen von wegen, ja, ich habe die Adlib-Spur lauter gemacht, hast du nicht. Bro, I'm not dumb. Und dann wollen die mich für dumm verkaufen, weil ich eine Frau bin im Studio, ist das noch schwieriger dann, sich durchzusetzen. Ich weiß nicht warum, das nervt. Mhm. Aber dann wollen die dich so für dumm verkaufen, ne? Und dann musst du halt die fast schon überreden, dass man es sich nochmal anhört oder so. Aber krass, I feel that. Aber eine sehr, sehr positive Geschichte, was mir wirklich, wirklich berührt hat. Ich war beim Set und ich sollte Fotos machen für eine bulgarische Künstlerin, Vesi Boneva und Nana. Mhm. Kennst du Nana? Mhm. Lone, lone, lone. Ich kann nicht singen, deswegen bist du ja hier. Ich war am Set, da waren Producers, da waren Filmemacher etc., waren gestresst und so. Dann kam der zu mir, Nana, und sagte so, weißt du, Hunger hast oder was zu trinken, da hinten gibt es was zu essen. Und ich war einfach da in der Ecke irgendwo mit meiner Kamera. Jeder sagt so, nicht über über die Kamera zu laufen, vor der Kamera und das. Und da bleibst du da und bewegst dich nicht und das. Ja. Und der kam einfach eine ganz entspannt, gechillt und mich eigentlich wirklich... I feel that. Ja. So und das schön. Fand ich so, wow. Ich bin auch am Set, wenn ich am Set bin, hänge ich mehr mit den Leuten, die das Set aufbauen, als mit den Künstlern vor Ort. Hm. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ja, normal, ne? Die anderen denken halt alle, sie wären wer auch immer. Und die, die dann nichts zu sagen haben, sind halt dann normal. Krass. Dritte Frage. Mhm. Wen habt ihr als nächsten Podcast hier? Oh, dürfen wir das verraten? Nö. Was? Nein. Aber so eine Frage hat euch noch keiner gestellt, oder? Doch, gab's. Fuck. Okay. Habe ich die jetzt verspielt? Hast nicht gesehen. Ja, alles klar. Und das war mit Paul. Nein. Und das war mit Paul. Ich hab Paul geguckt, aber nicht ganz wahrscheinlich. Ja, alles klar. Kann sein, dass ich nicht ganz geguckt und? Habe. Aber es war lustig. Ja? Ich fand's lustig. Also ich fand, es war eine lustige Folge. Ist also, das ich jetzt Kompliment nicht oder nicht? Ja. Lustig, ich erinnere mich gerade an die Szene, wo Paul gesagt hat, sicher, dass ich das bin? Wo du erzählt hast, was er macht? Er war ein bisschen, glaube ich...
Nervös? Ja. Ich war heute auch nervös, aber ich merke gerade, es war voll schön. Es hat voll Spaß gemacht. Dankeschön. Danke sehr. Und ein Vorschlag. Mhm. Wer soll unsere nächste Gast sein? Da habe ich eine gute Idee. Ich habe eine Kollegin, angehende in meinen Augen, Regisseurin von diversen Filmen und Serien hier in Deutschland. Krass, krass talentierte Schauspielerin. Synchronsprecherin, weil sie so eine krass sexy Stimme hat. Die ist so heiß. Model Lena Katharina Merle. Bitte. Hier in der Kamera. Nochmal. Lena Katharina, darf ich vorstellen, der neue Podcast-Gast bei Dida Productions Podcasts wird Lena Katharina Merle sein. Hi. Alles klar. Und vielleicht offiziell machen wir jetzt einen Schluss und dann kommen wir zu dem Bonusmaterial, wo du vielleicht Freestyle rappen kannst. Machen wir das? Ja, machen Alles wir. Alles klar. Und danke. Danke euch. Much love. Cut. Ey. War gar nicht schlimm. Nee, ne? Nein. Okay. War schön. Danke, Danny. Danke dir. Danke, Zachary. Danke. Okay. Now you want me to rap or what the fuck? Okay, gut. Da muss ich aber die Kopfhörer hören, einmal ein bisschen kommen. Klar, ein bisschen klar. Okay. Okay. Ah, wenn du bereit bist, einfach mal. Yeah. Mami Chula auf dem Track. Der Beat ist hart und der knallt in deinem Ohr, Digga. Die Da Productions, Mami Chula sind vor Ort, Digga. Rap ist wie Sport, Digga. Mami Chula, Wort, Digga. Ich weiß nicht weiter, scheißegal, wir rauchen jetzt Bubatz, Digga. Cool, geil. Vielen lieben Dank. Geil, Leute. Baut ihr noch ein paar Adlibs, brrr.